Auf Online-Physiotherapie geht es heute um das Thema Skoliose und ich möchte mal drei Übungen zeigen, die man bei einer Skoliose selbst zu Hause durchführen kann. Ich zeige gerade mal am Skelett, wie so eine Skoliose aussieht. Und zwar, wenn man jetzt die Wirbelsäule von hinten betrachtet, also von vorne oder von hinten, dann ist es grundsätzlich so, dass die Wirbelsäule von der Längsachse eine relative Gerade ist. Und bei einer Skoliose kommt es eben nur zu einer Abweichung, und zwar zu einer seitlichen Abweichung. Das heißt, die Wirbelsäule ist seitlich geneigt und es kommt zusätzlich noch zu einer Verdrehung, zu einer sogenannten Rotation in der Wirbelsäule. Das kommt noch ergänzend dazu. Und es gibt eben ganz verschiedene Formen und viele verschiedene Bögen in der Wirbelsäule. Aber so wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, das ist eine der häufigsten Formen von der Skoliose. Das heißt nämlich, dass wir oben hier in der Brustwirbelsäule einen Bogen haben, der wäre jetzt hier nach rechts geneigt. Und in der Lendenwirbelsäule haben wir den Gegenbogen, da ist jetzt die Wölbung nach links geneigt. Ursache von einer Skoliose ist in den meisten Fällen nichts bekannt. Das heißt, da spricht man nachher davon, dass bei 90% aller Skoliose-Patienten das so eine sogenannte idiopathische Skoliose ist, also ohne erkennbaren Grund. Und es ist auch festgestellt worden, dass es mit Abstand am häufigsten beim weiblichen Geschlecht vorkommt. Aber nichtsdestotrotz von der Statistik, heute habe ich mal ein Model, ein männliches Model, auch mit einer Skoliose, und zwar der Daniel. Daniel, du darfst mal gerade zu mir kommen, bitte. So, der Daniel, der hat sich, muss ich schon jetzt danken, zur Verfügung gestellt, extra für dieses Video. Und da sehen wir wirklich eine schöne, ausgeprägte Skoliose. Du darfst mal gerade dein T-Shirt ausziehen und dich mit dem Rücken zur Kamera stellen. Darfst du gerade mir geben? So, der Daniel ist bei mir schon länger in Behandlung. Der hat eine ausgeprägte Skoliose, und zwar, wie ich gerade eben am Modell gezeigt, gerade in Höhe von der Brustwirbelsäule hat er einen Bogen nach rechts, der wirklich ausgeprägt ist, und einen Gegenbogen hier unten in der Lendenwirbelsäule in die Gegenrichtung. Zusätzlich dazu, wie vorher ergänzt, kommt es eben auch zu einer Verdrehung. Und da ist immer ganz auffallend bei Skoliosepatienten, dass die Schulter, jetzt in diesem Falle die rechte Schulter, die geht schon ein bisschen höher und dreht nach vorne. Und das Becken ebenfalls ist gedreht. Also es kommt zu einer Verdrehung. Und bei den Übungen, wo man dann macht, gerade aus physiotherapeutischer Sicht, möchte man natürlich so viel wie möglich korrigieren. Und da muss ich vielleicht ergänzend dazu sagen, der Daniel wird jetzt von mir eben schon länger behandelt nach einer Methode, die mal bei uns in Deutschland sehr verbreitet ist, nach der Katharina Schroth-Methode. Das ist jetzt aber folgendermaßen: Das online zu machen wäre viel zu schwierig, viel zu aufwendig, weil da probiert man zu korrigieren in drei verschiedenen Richtungen, also dreidimensionale Korrektur der Skoliose. Aber in unserem Video und jetzt eben online für dich, für zu Hause, machen wir ganz einfache Übungen, weil es einfach von der Durchführung nicht anders geht. Wir probieren trotzdem, eine gute Streckung zu kriegen und die Stabilität zu verbessern. Die erste Übung machen wir im Türrahmen. Das heißt, er sitzt, die Knie, Füße haben Kontakt mit der Türe, und dann nimmt der Daniel die Hände nach oben, direkt an die Zarge, und zwar relativ weit gestreckt, aber so, dass die Ellbogen eben nicht ganz durchgestreckt sind. Und jetzt hält er sich, er klammert sich so ein bisschen fest an der Zarge, gut, schaut drauf, dass er so weit wie möglich in der Streckung ist, dass er sich lang streckt, das wäre wichtig, der Kopf ist weit draußen. Und er macht Folgendes jetzt. Er zieht mit beiden Händen etwas nach unten. Also es findet keine Bewegung statt. Er soll an der gleichen Position bleiben. Aber er macht einen Zug nach unten. So wird er in einer schönen Streckung, bekommt er eine Anspannung. Und so hält er die Position 5 bis 10 Sekunden.
und dann wieder entspannen. Und dann starten wir wieder. Zuerst gehen wir in die Streckung. Das, was geht, an Länge rausholen. Die Schultern, ganz wichtig noch, die bleiben unten. Und jetzt wieder Zug mit den Händen nach unten Richtung Boden und die Spannung wieder halten für 5 bis 10 Sekunden. Die Atmung bleibt ruhig, man atmet ruhig weiter und löst dann wieder. Und so macht man einige Wiederholungen. Man kann ruhig so 10 Wiederholungen mal hintereinander machen in diesem Rhythmus. Die zweite Übung machen wir genau aus der gleichen Position, nur die Hände setzen wir anders. Jetzt geht es ans Türblatt. Darfst du mal die Hände gerade an die Tür nehmen? Die Hände sind ungefähr schulterbreit auseinander. Und jetzt gehen aber die Hände so weit es geht nach oben, sodass man eine gute Grundstreckung hat. Und der Daniel macht es perfekt. Er hat den Kopf wunderbar zwischen den Armen. So ist es gut. Und jetzt hebt er beide Hände ganz minimal ab von der Türe. Also wirklich einen Zentimeter geht es da weg, mehr nicht. Und hält ebenfalls die Spannung. Und nimmt dann wieder die Hände ran. Dasselbe macht er wieder. Wieder 5 bis 10 Sekunden halten. Und dann gehen die Hände wieder ran. Auch so einige Wiederholungen, dass man doch eine ordentliche Wiederholungszahl hat. Darfst du die Hände runternehmen? Ich möchte mal zur ersten Übung eine Variante zeigen. Und zwar dieser Griff an der Türzarge mit dem Zug nach unten. Den kann man noch viel schöner machen. Wenn man zum Beispiel zwei Holzstäbe aus dem Baumarkt nimmt, das zeige ich mal kurz mal, würdest du dich ein Stück nach hinten setzen? Nur ein Stückchen. Gut, das reicht. Da haben wir die Stäbe. Gut. Das war nochmal von der Ausgangsstellung so, dass die Ellbogen nicht ganz gestreckt sind. Man achtet darauf, dass die Hände auf gleicher Höhe sind, da darfst rechts ein bisschen höher, Daniel, gut, okay. Er bleibt wieder super gut aufgerichtet, jawohl, bleibt lang in der Streckung und gibt jetzt mit den Stäben ein bisschen Druck im Boden. Das ist eben von der Grifftechnik einfacher zu halten, wie jetzt an der Türzarge und von daher von der Ausführung, von der Durchführung etwas einfacher. Das als Variante zur ersten Übung. So, die letzte Übung machen wir aus dem Vierfüßlerstand. Daniel, du darfst mal deine Arme nach vorne bewegen. Du wanderst mit den Händen nach vorne und das Gesäß, der Po geht etwas zurück. Gut, sodass wir jetzt insgesamt eine schöne Strickstellung kriegen von der gesamten Wirbelsäule. Der Kopf ist genau zwischen den Armen. Er probiert sich selber in Länge zu bringen, indem eben das Gesäß nach hinten ist. Die Arme so weit, es geht, sind nach vorne gestreckt und somit kommen wir zu einer super Streckstellung von der Wirbelsäule. Das ist zum einen Streckung und zum anderen auch Entlastung für die Wirbelsäule. Und in dieser Position kann man ruhig mal eine halbe Minute bis Minute bleiben und wieder aus der Position rausgehen und das auch zwei, dreimal hintereinander machen. So, ich denke, die Übungen zum Thema Skoliose kannst du gut zu Hause umsetzen, sind gut machbar, man braucht nichts Besonderes dazu, nur den Fleiß, damit man wirklich regelmäßig übt, gerade im Bereich Skoliose, wäre es schön, täglich Übungen durchzuführen. Über einen Daumen nach oben würden wir beide uns freuen und dann sagen wir schon mal bis zum nächsten Mal.